die Schulen haben zugemacht, die Kitas haben zugemacht. Also im Prinzip der staatliche Versorgungsrahmen war ja auch komplett zu. Und ich glaube, das war die große Herausforderung. Das dann alles unter einen Hut zu bringen. Da sind natürlich dann auch die unterschiedlichsten Instrumente genutzt worden. Auf der einen Seite waren viele in Kurzarbeit. Das hat dann in Anführungszeichen insoweit geholfen, was die Belastungskontexte angeht. Auf der anderen Seite hat die Unterstützung entsprechend der Bundesregierung geholfen, auch bei uns im Hause. Ich glaube schon, dass die Betriebsräte dazu beigetragen haben, den Rahmen hier möglichst schnell und einfach zu organisieren. Und sicher waren das auch Herausforderungen. Die Individualität und die Flexibilität, auch auf solche Lebenssituationen reagieren zu können, ist für Männer wie Frauen eine der wichtigen Fragen von zukünftiger moderner Arbeitszeit. Ich glaube, das sind einfach nochmal Erfahrungswerte, die wir jetzt nochmal sammeln müssen, inwieweit Unternehmen sich da jetzt auch nochmal weiterentwickeln. Und da, wo wir natürlich gute Rahmenregelungen hatten, die sich mit den Themen, wie kann ich Arbeit und Familie übereinbringen, wie kann ich auch mobiles Arbeiten schon organisieren, dass die natürlich im Vorteil waren, davon bin ich überzeugt. Weil man einfach erkannt hat, dass das Beschäftigtenpotenzial bei demografischer Entwicklung, die deutlich zurückgeht, da sind wir noch lange nicht an der Talsohle angekommen, es nicht zulassen darf, dass 51% des Erwerbspotenzials, nämlich Frauen, außen vor bleiben. Nichtsdestotrotz ist da eine Menge zu tun, insbesondere auch in der Frage der Entwicklung. Die Teilzeitfalle nach Erziehungszeiten etc. eine, die nach wie vor virulent ist, das wird besser. Aber es ist noch lange nicht auf dem Standard, den eine moderne Arbeitsgesellschaft eigentlich für sich in Anspruch nimmt. Und wir werden sicherlich auch in der Nach-Corona-Zeit nicht ausschließlich wieder zum Alltag zurückkehren. Ich kann Ihnen relativ sicher sagen, dass sehr viele Unternehmen umstellen werden und das Thema mobiles Arbeiten eine ganz andere Dynamik und Fahrt aufnimmt, als es bisher in der Vergangenheit war.